Hallo, einen recht schönen guten Tag. Herzlich willkommen auf dem Kanal Typisch Usbekisch. Auf diesem Kanal finden Sie stets neue, authentische Videofilme über Usbekistan zu verschiedenen Themen. Und in unserem heutigen Beitrag erzählen wir Ihnen von einem kultigen Ort, wo man in Taschkent richtig guten usbekischen traditionellen Plov essen kann. Das ist das Mega Plov Center in Taschkent. Es befindet sich unter den Füßen des Taschkenter Fernsehturms. Sie sehen es auf Ihrem Bildschirm. Auf drei Füßen steht der Taschkenter Fernsehturm und unten drunter gibt es eine große Gaststätte, die heißt Zentralasiatisches Plov Center. Das kann man hier nochmal nachlesen: Central Asian Plov Center. Das ist eine kultige Gaststätte, in der man von früh bis 18 Uhr leckeren usbekischen Plov bekommen kann. Die Gaststätte ist ein Must-Have für jeden Gast und jeden Touristen, der nach Usbekistan, nach Taschkent kommt, denn hier wird Plov in großen oder in riesengroßen Mengen tagtäglich zubereitet. Sie sehen, hier auf diesem Banner sind die namhaften Köche, die jeden Tag diesen leckeren Plov zubereiten. Es arbeiten hier 12 namhafte Plovmacher oder Köche für Plov, die heißen auf Usbekisch Oshpaz, und in großen Kesseln oder riesengroßen Woks, kann man auch so nennen, wird hier Plov zubereitet. Wir haben gerechnet, an dem Tag, wo wir zu Besuch waren, waren 6 große Plovkessel zugange. Es werden hier drei Arten von Plov zubereitet: der Festplov, der an Hochzeitstagen und an Festtagen zubereitet wird. Dann gibt es einen besonderen Plov, der nur mit Lammfleisch zubereitet wird. Und es gibt den Chaihana-Plov oder Teehaus-Plov. Es zeichnet sich durch die braune Farbe aus. Sie sehen, hier ist schon ein Plov-Zubereiter zugange. Der Kessel ist aufgemacht worden, nachdem Plov fertig ist. Und seine Helfer schneiden das Fleisch in mundgerechte Stücke und bedienen die Gäste. Plov ist traditionelles usbekisches Reisgericht. Es wird aus Reis, Karotten und Fleisch zubereitet und in einem Kessel dann muss der Reis ca. 20 Minuten gegart werden in dieser zubereiteten Suppe aus Fleisch und Karotten. Karotten werden gelbe Karotten genommen, die in Zentralasien wachsen. Sie sehen hier auch, da steht der Chefkoch und sein Lehrling zeigt ihm, was er von ihm gelernt hat, denn jeder Plovkoch hat mehrere Lehrlinge, die dann ihm helfen. Das ist eine Art Prüfung ablegen. Es wird eine große Menge Öl benutzt, aber der Reis kann nur so viel Öl einsaugen, wie es nötig ist, und der Rest wird dann aus dem Kessel entfernt. Sie sehen, in diesem großen Kessel werden ca. 80 Kilo Plov zurzeit zubereitet und die weiteren Kessel stehen schon bereit. Das sind die Instrumente des Kochs. Das ist eine Vorrichtung zum Plov mischen mit einem langen Stiel, damit es nicht so nah an diesen heißen Kessel steht. Sie sehen, wie schnell der Koch dann die Portionen verteilt. Das ist hier zum Beispiel der Chaihana Plov, der etwas braune Plov mit kleinen
schon zurecht geschnittenen Fleischstücken innen drin. Und das ist hier der größte Kessel für Plov. Hier kann man 3 Tonnen fertigen Plov zubereiten. 3 Tonnen. Der größte Plov, der je in Usbekistan zubereitet worden war, wog 7 Tonnen und ist in das Guinness Buch der Weltrekorde eingegangen. Der Plov zählt seit 2016 zum nicht materiellen oder immateriellen Kulturerbe von UNESCO. Plov wird an den öffentlichen Stellen nur von den Männern zubereitet, also die Plov-Köche sind meistens Männer. Und zu Hause, klar, wird es auch von Frauen zubereitet. Jeden Tag werden hier Unmengen von Plov verkauft. Eine Portion kostet von 17.000 Sum bis 30.000 Sum mit vielen Extras, wenn sie ein Wachtelei, ein Pferdefleischwurst und eine doppelte Portion von Fleisch wollen, dann beläuft sich das circa auf 30.000 Sum. Ein Dollar kostet in Taschkent in Usbekistan zurzeit 8.500 Sum. Es wird alles nur mit Holz zubereitet, wird kein Gas benutzt. Holz verleiht auch diesem Gericht ein besonderes Aroma. So, dann lassen Sie uns mal in die Gaststätte hineinschauen. Das ist eine Gaststätte, besteht aus 2 Stockwerken. Oben ist so eine Empore und wir können ca. 1200 Menschen gleichzeitig Platz finden. Und wenn man dann genau zuhört, hört man einfach das Klirren von Tellern und Löffeln und schmackhaftes Essen von Plov. Diese Gaststätte in Taschkent leicht zu finden, als bester Orientierungspunkt dient selbst der Fernsehturm. Jeder Taxifahrer kennt diese Gaststätte und von 9 bis 18 Uhr gibt es hier Plov zu essen. So sieht eine Portion aus. Wir haben heute einfach einen Plov genommen, ohne Extras, einfach Reis, Karotten und Fleisch. Schmeckt sehr, sehr gut. Es ist möglich, Selbstbedienung zu machen oder eine Kellnerin oder einen Kellner zu fragen. Schneller geht es allerdings mit Selbstbedienung. Man nimmt einfach Kompott, das ist so ein Getränk, was man gerne in Usbekistan zur heißen Sommerzeit trinkt. Löffel und Schalen gibt es hier. An der Theke bekommt man Salat und alles bezahlt man dann zum Schluss an der Kasse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein kurzer Überblick über Plov Center in Taschkent. Tschüss.